zurückgelassen, einfach dort gelassen. Nee, oh. Sie haben ihn im Karton. Oh. Also Wildtiere bitte nicht einsammeln, aber wenn Sie es jetzt schon im Karton haben, nützt es nichts mehr. Bringen Sie es bitte vorbei, ja. Ja, so schnell wie möglich. Ja, die Praxis ist geöffnet. Ja. Ja, bis 21 Uhr heute. Ja. Ja, bis gleich. Ja, tschö. Oh, diese Menschen, immer müssen sie alles einsammeln. Meine Güte. Oh, und schon wieder ein Anruf. Jetzt muss ich aber erstmal. Sie den bitte dort gelassen, wo er, nein, der ist auch im Karton. Ja, dann kommen Sie vorbei. Ja. Sie können erst gegen 20. Ja, ist okay. Ist bis 21 Uhr. Ja, okay. Ja, bis gleich. So, jetzt legen wir das aber erstmal beiseite. So, der Carlo ist als nächstes dran. Ja. Vorbeikommen und Zeit mitbringen. Ja, gerne. Ja, tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ich muss rangehen, es tut mir leid. So, Kleintierpraxis, Hasemuckel. Ja, ich habe geöffnet bis 21 Uhr. Ihrem Hamster geht's nicht so gut, okay. Ja, kein Problem, ja, kommen Sie einfach vorbei. Ja, vielleicht so in der nächsten halben Stunde wäre gut. Ja, okay, ja, bis gleich. Ja, gerne, ja, tschüss. So, ich hoffe, das war's jetzt mal hier auch. Dieses Telefon, ne? Naja. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Ohren sind sauber. Ich guck mir mal die Zähnchen an.
Mensch, du kannst ja nicht einfach runterspringen. Also wirklich, eben war es denn noch so schön stille. Sag mal. Ja, na, mal gut, dass der so lange Beine hat. Das war ja nicht weit bis runter. Haben wir ja Glück gehabt. Mensch, das hat er mich aber überrascht, der Kleine. Tiere, ne? Es ist immer. Oh, jetzt sehe ich aber, er hat hier oben hat er noch eine Zecke. Die muss ich nochmal wegmachen. Also, das geht nicht. Da ist noch eine dicke Zecke. Oder wollen Sie die selber entfernen? Nee, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Ja, haben Sie recht. Dann mache ich das jetzt mal, ne? Hier oben ist die. Ich sehe die da. Können Sie sehen? Riesen Kavenzmann. Alles weg, sehr gut. Ja, dann kann der Carlo sich nochmal, ach, Analdrüsen ausdrücken. Ach, ja, na klar, ja, das kann ich auch. Ja. Ja, dann machen wir das mal. Ich ziehe mir mal einen Handschuh an. Da möchte ich lieber einen Handschuh anziehen. Das ist ja immer so ein bisschen.
weiß, ne? Ach, wir haben das Impfen vergessen. Warten Sie mal, nochmal den Kabel einmal. Jetzt haben Sie das bezahlt und gar nicht gekriegt. So, hier einmal die Spritze noch. Wo ist sie denn? Hier, die ist sogar schon aufgezogen, Mensch. Also manchmal...
Prinzessin und eben den Nagerstein. Die gibt es zu kaufen. Sonst ist der gut in Schuss. Wie alt ist er jetzt? Ein halbes Jahr. Ja, das ist ja noch kein Alter für so einen Hamster, ne? Ja, ich gebe ihn den jetzt mal wieder in seiner Kiste. So, hier, und dann gehen wir mal zur Kasse, ne? Ja. Ja, einmal. Ja, das macht dann 50 Euro. Auch wieder mit Karte, ja. Warten Sie, ich hole das Kartenlesegerät. So, hier ist es. Einmal die Karte. Und bitte wieder Nummer eingeben. Ja. Okay, ja. Dann alles Gute, ne? Und nicht bis bald, ne? Das sagt man ja nicht beim Tierarzt. So, jetzt haben wir Frau Meier. Frau Meier mit der Katze Molly, bitte einmal. Kommen Sie mal rein. Ja, Frau Meier, ne, Sie wissen schon, ich sehe die Katze schon. Ne, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, Frau Meier. Das ist falsch gemeinte Liebe. Die Molly ist eindeutig zu dick. Die ist also viel zu dick. Und das ist fehlgeleitete Tierliebe. Ich sage es Ihnen. Da werden Sie und die Molly nicht glücklich mit so einem Übergewicht. Da haben Sie nicht lange was von Ihrem Tier. Also, das ist wirklich nicht gut. Ich gucke jetzt mal bei der Molly, höre ich auch mal das Herz ab.
Rest me.
versorgen. Also, ja. Sie wollen trotzdem ein bisschen Geld. Das ist ja schön, ja. Können wir gebrauchen. Hier kriegen Sie erstmal das Kaninchen, den Hasen wieder. Ne? Ja, ich gebe Ihnen den schon mal. Und ja, 18 Euro, das ist nett. Bar, das ist noch besser, ja.
Tierärzte dann so. Ja, mach sehr gerne.
Sie haben, ja, nee, Sie müssen drücken, nicht ziehen. Die Tür ist die ganze Zeit. Ja, bis gleich. Oh Gott. Der Frosch kommt ja noch. Oh, ja. Also der hat jetzt dreimal angerufen. Der dachte jetzt, die Tür ist zu, nur weil er nicht gedrückt hat. Ja, hallo, ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, jetzt haben Sie es ja gefunden. Ja, jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit. 30 Minuten habe ich ja noch geöffnet. Ja, jetzt kommen Sie mal rein. Ja, Sie haben Ihren Frosch mitgebracht. Ich sehe schon. Der Frosch. Ja, der sieht nicht so gut aus. Sie haben recht. Also erstmal würde ich den auch nicht in so einem Glas halten. Der ist ja viel zu klein. Ach, das ist nur für den Transport. Ja, ich hole den mal raus. Wie sind Sie denn? Wie sind Sie denn zu dem Frosch gekommen, sagen Sie mal? Das ist ja nicht so ein alltägliches Haustier. Geschenke kriegt, ja. Naja, ist ja meistens so, ne, mit Exoten. Ja, wie sieht's denn zu Hause aus? Ein Terrarium, ja, sehr gut. Befeuchten Sie das denn oft genug? Der wirkt so ein bisschen trocken. Also ich finde, der sieht trocken aus. Ich muss mal gucken. Ich habe hier so einen Behälter eigentlich. Also ich zeige Ihnen das mal. Die Frösche brauchen nicht nur. Sie haben wahrscheinlich immer nur unten nass gesprüht, den Boden und die Pflanzen. Aber so ein Frosch braucht auch von oben Wasser, so wie Regen. Müssen Sie so von oben nach unten sprühen. Ja, so wie wenn Regen ist. Gucken Sie mal, der sieht schon gleich viel fröhlicher aus. Sehen Sie das? Dem geht es gleich viel besser. Ja, und was füttern Sie denn so? Ach so, ja, nee, Sie sollten da auch immer mal ein bisschen ein paar Mehlwürmer mit dazu packen. Das ist wichtig. Ja, ich gucke noch mal, ob im Mund alles in Ordnung ist. Ja, ich glaube, da hat sich auch was verhakt. Ich gucke mal. Ja, da ist was drin. Da steckt was fest, ich sehe das. Da ist irgendwas. Wahrscheinlich haben sie zu große Sachen gefüttert. Na, gucken Sie mal. Das muss natürlich auch in den Mund reinpassen. Sehen Sie das? Da ist hier drin, ist was. Können Sie das da von der Entfernung sehen? Da ist was drin. Ja, das ist jetzt schwierig. Das Licht ist nicht so gut. Ich zeige Ihnen das nochmal mit der Lampe. Hier, sehen Sie das? Das steckt hier so im Rachen. Das ist auch nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Ich gucke mal, ob ich es raus. Oh ja, da kommt es schon. Da kommt es schon. Ich gucke mal, ob ich es rauskriege. Besser, wenn sie damit zu mir kommen, nicht selber im Maul rumfummeln, das ist gefährlich, ja. Okay, ich gebe ihnen mal ihren Frosch zurück. Jetzt ist aber Feierabend. Ich
unser neues Roleplay im Sortiment. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich muss mal hier die Zange noch. Ich räume jetzt mal ein bisschen weg. In der Zeit könnt ihr euch unterhalten oder mir beim Wegräumen zugucken. Das Telefon ist cool, ne?